Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. So, und damit herzlich willkommen zu der weiteren Folge von der FIFA 18 Torwartkarriere. Und wir spielen heute im Pokal gegen Hansa Rostock. Und das wird eine fette, ja, Herausforderung. Gegen Hansa Rostock im Pokal, das ist nicht einfach. Ich gucke jetzt nochmal nicht, dass es gar nicht Pokal ist, aber doch, ist deutscher Pokal. Gegen Hansa Rostock könnten wir rausfliegen. In der ersten Runde wäre das natürlich nicht so schön. Aber ja, man sieht es hier. Wir sind 18. und Hansa Rostock ist 1. Wir müssen uns auf jeden Fall nach oben schrauben. Sicher müssen wir uns nach oben schrauben. Und ja, ich hoffe, das gelingt uns. So, lala. Hansa Rostock zu Hause gegen uns, gegen die Würzburger Kickers. Muss man ein bisschen leiser stellen hier. Ja, ich hoffe, dass wir, wie gesagt, nicht komplett abkacken. Und ich bin gespannt, gegen Hansa Rostock wird es natürlich nicht einfach. Aber wir haben in der Liga 1:1 gegen Hansa Rostock gespielt. Wenn wir uns hier für den Pokal noch ein bisschen anstrengen, wer weiß, vielleicht wird es ja was. Hier schon mal die erste Annäherung der Gegner, der Heimmannschaft. Ich hoffe, das wird was und ja, mal gucken. Kipadin. Arzt. Ja, da kann ich nur öde hinterher gucken und hinterher springen. Das war natürlich nicht gut. Aber da kann ich wenig machen. Da kommt der Ball quer. Ich hätte natürlich den Pass abfangen können müssen. Das wäre noch die einzige Option gewesen, aber naja, viel mehr war da nicht zu machen. Vielleicht können wir ja trotzdem noch irgendwas reißen. Halbzeit. Viel habe ich noch nicht zu tun bekommen. Eine Chance gab es. 1:0. Ich meine, da konnte ich nicht viel machen. Denke ich zumindest. Und ja. Hoffentlich ändert sich das in der zweiten Halbzeit. So, Leute. Ganz kurz. Das wollte auch jemand sehen. Ich habe da jetzt ganz kurz noch ein bisschen was dann verändert. Also, ich habe hier meine Einstellung natürlich ein bisschen verändert. Sprinttempo und Antit für uns ein bisschen hochgesetzt, Fehlerhaftigkeit von Schüssen auf 28 ziemlich runtergestellt, Fehlpässe 48, Schusshärte 68. Dann habe ich vieles einfach auf 50 gelassen von uns, außer die Fehlerhaftigkeit von First Touch Ballannahmen auf 25 runtergeschraubt. Bei der CPU ist das Sprinttempo und der Antit 2 runtergegangen, Fehlerhaftigkeit von Schüssen ist auch ein bisschen runtergegangen auf 40. 50 Fehlpässe bleibt normal, Schusshärte auf 34, dass es nicht ganz so schwer ist, die Bälle zu halten, es ist immer noch schwer genug. 50, alles so gelassen. Die Torwartfähigkeit des CPUs habe ich gerade nochmal ein bisschen runtergestellt, weil der Keeper ist mir ein bisschen zu gut, also auf 33 habe ich die jetzt.
Dann habe ich alles nochmal auf 50 gelassen, außer die First Touch Ballnahme. Mache ich einfach auf 38. Und ja, nur dass ihr da Bescheid wisst, weil das wollte auch jemand wissen. Und ja, dann würde ich sagen, weiter geht's. Oh, ganz, ganz knapp am Tor vorbei. Ich hoffe, wie gesagt, weil ich den gegnerischen Torwart ein bisschen schwächer gemacht habe, dass jetzt dann doch mal noch ein Tor für uns fällt. Weil der war mir jetzt ein bisschen arg gut, ne? Weil ein paar Schüsse waren gar nicht mal schlecht. Und er hat einfach alle gehalten. Ja! Das gibt's doch nicht! Elfmeter! Ich meine, ich habe das eingestellt, weil ich es für cool finde. Und das war auch deutliches Hand. Und natürlich Handbewegung. Ich finde Realismus immer gut. Mach ihn bitte rein. Er macht ihn nicht. Er macht den Elfmeter nicht. Oh mein Gott. Alles klar. Komm jetzt. Jetzt. Jawohl, tatsächlich. Es ist sowas von verdient. Die 8. oder 9. Chance. Den Elfmeter verschossen. Torwart macht einen richtig guten Job von denen. Aber der hat gesessen. Unsere Mannschaft bemüht sich mega. Viel besser wie in den letzten Spielen. Obwohl ich, wie gesagt, an den Einstellungen nur jetzt gerade was geändert habe, weil der Torwart mir ein bisschen zu gut war von den Gegnern. Vorbei ist es. Jetzt geht's in die Verlängerung. Krass. Verlängerung im DFB-Pokal. Wahnsinn. Elfmeterschießen, darauf habe ich wenig Bock. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Leute sowas nicht können und ich auch eigentlich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also es ist wieder ein Unentschieden, genauso wie in der Liga gegen Hansa Rostock. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie ein Tor hinbekommen. Weil Elfmeterschießen, klar, wäre natürlich cool, aber in der ersten Runde durch ein Elfmeterschießen rauszufliegen, wäre dann doch nicht mehr so cool. Ja, der war drin! Der war drin! Muss mal mein Handy hier ausschalten. Es war gerade nämlich auf Vibrieren. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ganz, ganz stark. Der Trainer hat auf totalen Angriff gestellt. Wollte ihr das Tor? Und wir haben es bekommen. Total verdient, muss ich sagen. Denn Hansa Rostock bemüht sich wenig. Und wir machen ganz schön Druck. Jetzt muss ich nur noch eine Glanztat machen. Dann passt die Sache, weil ich habe in dem Spiel noch wenig zu tun gehabt. Den habe ich aber. Ganz entspannt. Werfen wir mal hier rüber. Erste Hälfte der Verlängerung vorbei. Zweite Hälfte kann kommen. Wir müssen jetzt quasi nur die Führung verteidigen. Werden wir ja wohl hinbekommen. Ist jetzt nicht einfach, sofern die richtig Druck machen, aber werden wir ja hoffentlich hinbekommen. Und 3-1! Ich glaube es kaum. Ich glaube es kaum. Was ist hier denn los? Den Torwart der Gegner schwächer zu machen, hat's wohl gemacht. Wir hauen Hansa Rostock aus dem Pokal. 2 Tore, denke ich, werden sie nicht mehr machen.
Krass. Was ist hier denn los? Unser Trainer lässt bis in die letzte Minute auf totalem Angriff. Er hat noch nicht zurückgestellt. Es ist immer noch totaler Angriff, was die Mannschaft hier spielt. Und wir machen 4 Tore. 4-1. Glaube, ich muss den Torwart der Gegner doch wieder ein bisschen hochstellen. Wahnsinn. Wir hauen Hansa Rostock deutlich hier raus. Krass. Damit hätte wohl keiner gerechnet, dass wir hier gewinnen. Wahnsinn. Krasser Scheiß. Holy moly, wir sind Platz 18 und können uns durch so ein Spiel wie gerade eben natürlich ordentlich nach oben schrauben. Ich ändere jetzt nochmal ganz kurz an den Einstellungen ein bisschen was. Also nur für euch zum Mitschreiben werde ich die zwei doch auf 50 setzen. Und Torwartfähigkeit des Keepers auf 38. Ich werde mir das jetzt mal abfotografieren, damit ich das dann eben auch wieder für nächste Folge der Torwartkarriere so einstellen kann. Denn man kann es ja nicht hier in der Karriere abspeichern, sondern wenn ich jetzt Trainerkarriere aufnehme oder The Journey, wäre das dann auch so und dann wäre es natürlich unfair. Aber ich fotografiere mir das kurz ab und ja, bis gleich. So, dann habe ich mir das ganz kurz schnell abfotografiert, dass ich das dann auch so übernehmen kann. Und jetzt werden wir uns mal dem schweren Training ausgeben. Mal gucken, was ich hier hinbekomme. Schwere Elfmeter. Schwere Freistöße. Machen wir nicht, weil Freistöße kann ich noch nicht so. Grundlagen. Ansonsten kann ich gar nichts mehr machen. Nö, wie immer. Perfekt. Gut, dann Training beginnen. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier im Training reißen können. Alter. Hä, ich kann nichts machen. Was ist das denn für ein Rotz? Endlich. Jetzt hat er ihn wieder reingedonnert. Ich raste so aus. Ich kann echt so gut wie nichts machen. Guck mal, ich springe in die Ecke. Er ist auch ein Millimeter knapp daneben. Er ist halt im 5-Meter-Raum. Nächste Einheit. Ja, ja, komm. C, passt schon. Was willst du machen? Der ist halt im 5-Meter-Raum. Was will ich denn dagegen machen? Top. Die Übung kennen wir schon, die ist jetzt ein bisschen einfacher. Die andere Übung, gut, die werden wir die jetzt ein paar Mal machen. Vielleicht wird sie dann auch einfacher. Vielleicht gewöhnt man sich quasi dran. Aber er ist halt im 5-Meter-Raum. Da kann man halt nicht viel machen. Ah, ihr habt das Torwart-Eck da aufgemacht. Also gerade will es auch nicht funktionieren, ne? Guck mal, Alter. Sauber. Und den auch noch. Perfekt. Nächste Einheit. Das zeige ich jetzt nicht mehr, weil das ist uninteressant für die Torwartkarriere. So, CA, BA. Ja, das ist okay, ne? Kannst jetzt nichts sagen. Das ist gar nicht mal übel. Dann spulen wir einfach mal vor. So, müssen hier gegen Zwickau ran. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz hier rein. Also hoffe ich, dass wir wenigstens dieses Mal einen Sieg rausholen können. Und ja, wir sind wieder zu Gast. Mal gucken. Einfach mal rein starten und hoffen, dass wir nicht verlieren. Zwickau gegen Kickers, Würzburg Kickers. Wie gesagt, meine Hoffnung ist es einfach, nicht zu verlieren. Das wäre wirklich das Wichtigste in diesem Spiel.
Es war aber nichts. Bin zwar gesprungen, aber so sonderlich gut war der Schuss nicht. Wir passen den einfach mal raus. Komm! Jawohl! 0-1! Nach einer starken Anfangsphase von Zwickau. 0-1. Schönes Ding. Schönes Ding, schönes Ding, schönes Ding. Ins Torwart-Eck. Null zu eins. So gefällt mir das. 36. Minute. 0-1. Nice one. Den haben wir. Super. Spiel gefällt mir bisher ganz gut. Zwickau macht zwar Druck. Ich habe bisher wenig zu tun. Das war die erste Möglichkeit, die ich parieren musste. Und wir führen mit 1-0. Oh, nee. Halbzeit. Nicht übel, wie es gerade läuft. Und auch den haben wir. Das sind alles so Schüsse, die wir festhalten können. Und auch festhalten sollten. Gar nicht mal schlecht, wie gesagt, wie das gerade läuft. Gar nicht übel. Jawohl! 2-0. Das ist hoffentlich das Absicherungstor. Jetzt hoffe ich, dass nichts mehr passiert. Königs, der da direkt die Direktabnahme reinballert. 0-2. Super, wie das läuft. Ich meine, ne, eigentlich sind die Würzburger Kickers immer schon nicht schlecht gewesen. Zwar nicht die besten, aber immer schon nicht schlecht. Aber merkt man ja auch in der Trainerkarriere. Aber irgendwie sind die ersten Spiele, die wir gespielt haben, nicht so ganz rund gelaufen. Desto mehr freut es mich, dass es jetzt gar nicht so übel läuft. Auch diesen Kullerball können wir irgendwie fangen. Jawohl, das gibt's nicht. Ist doch der Wahnsinn. 3-0. Warum ging das nicht von Saisonbeginn an? Ich meine, es ist ja nicht unrealistisch, dass eine eigentlich gute Mannschaft oder nicht schlechte Mannschaft mal einen Fehlstart in die Saison legt, aber ja. Schade, dass es uns erwischt hat. Wie gesagt, die ersten 5 Spiele. In den ersten 5 Spielen haben wir 2 Punkte geholt. Das ist echt traurig. Hier das 6. Spiel. Sieht nach 3 Punkten aus. Also insgesamt dann 5 Punkten. Und noch einer. 4-0. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Und ich kann nicht mal Tormusik einblenden, weil wir auswärts spielen. Schade. Hier mit der Hacke rein das Ding. Und das muss ja noch kommen. Wir dürfen ja kein Spiel zu 0 spielen. 1-4. Ehrentreffer für die Gäste. Schade echt, dass wir kein Spiel zu 0 spielen dürfen. Ich meine, wie gesagt, das ist immer so eine blöde Situation. Klar, wenn ich erfahrener Torwart bin, kann ich sowas locker halten. Aber jetzt so am Anfang der Karriere. Na, ich will halt das untere Eck
decken. Den Ball haben wir übrigens ziemlich gut hier genommen. Ich will halt das untere Eck decken. Er passt nach oben. Das Tor so gut wie leer. Ball 4 gefangene Bälle. Das ist wirklich nicht schlecht. Leider ein Tor zugelassen. In der 89. Minute. Aber man sieht es hier. 9 Schüsse, 7 aufs Tor, 6 Schüsse, 3 aufs Tor. Also wir waren schon die deutlich bessere Mannschaft. Und das finde ich auch gut so. Wir sind nun Platz 15. Was? Hätte ich nicht damit gerechnet. Aber anscheinend haben wir eine bessere Tordifferenz wie die anderen. Beziehungsweise die gleiche Tordifferenz. Und haben uns von Platz 19 auf Platz 15 buxiert. Das soll so weitergehen in der nächsten Folge. Da einfach nochmal 3 Punkte holen, dann sind wir schon hier in der Nähe in dieser Reihe. Über Kasais Jena ungefähr. Wobei ja Rot-Weiß Erfurt sehe ich gerade noch und Aalen auch noch spielen. Also wir werden auf jeden Fall wieder runterrutschen. Wir machen jetzt nochmal ein Training. Es läuft nicht schlecht gerade, also wie gesagt, die Würzburger Kickers sind ja allgemein nicht mal so übel, auch in echt nicht. Und das sieht man auch in der Trainerkarriere mit Hansa Rostock, dass die Würzburger Kickers ja echt nicht übel sind. Allerdings, wie gesagt, Saisonfehlstart hingelegt. Es wird hoffentlich besser. Einfach jetzt die nächsten Spiele auch einfach gewinnen. Das ist einfach die Hauptsache. Egal wie hoch. Tordifferenz natürlich ist die auch wichtig. Aber gewinnen ist die Hauptsache. Warum ich jetzt dafür keine Punkte bekommen habe. Ziemlich behindert. Das ist natürlich nicht einfach hier dieses Training. Also solange ich wieder ein C bekomme. Nehme ich das dankend an. Dafür muss ich jetzt aber mindestens einen noch halten. Ja, C. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall diesen Weg jetzt weiterführen. Als ob der geht. Ich raste aus. Ich konnte einfach nichts mehr machen. Ich hatte schon lange gedrückt, konnte nichts mehr machen. Top Sache auf jeden Fall. Ja, es wäre natürlich jetzt schade, dass, gebe ich zu, wenn wir jetzt nur ein Spiel gewinnen würden hier gegen Zwickau und dann wieder die Negativphase kommt. Also das würde ich dann schon gerne weiterführen. Komm, den haben wir auch. Also im Training muss ich ja sagen, schneiden wir auch immer nicht schlecht ab. Vielleicht werden wir ja echt ein besserer Torwart. Nächste Einheit. So, CAAC. Geht so, kann man machen. Training beenden. Und wir stehen kurz vor einer 70. Wir sind jetzt auf einer 69. Und ja, es ist alles nicht mal so übel. Wir spulen jetzt noch kurz vor, um eben uns die Tabelle noch anzugucken. Dominik Baumann ist zurück. Und jetzt darf ich jetzt nicht mehr spielen. Das wäre natürlich scheiße. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, ob das der Keeper ist oder nicht. Was? Wir sind immer noch 15. Wir sind immer noch 15. Jawohl. Nice one. Immer noch 15. Obwohl jetzt alle 6 Spiele gespielt haben. Bedeutet, wenn wir das nächste Spiel gewinnen, sind wir tatsächlich um den Dreh Platz 12, 13, sowas ungefähr. Also das wäre mega. Das wäre wirklich mega, mega, mega geil. Ich würde sagen, das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Haut rein, lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Ciao, ciao. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how. Flying, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello felt kinda, now goodbyes. Feel like a tiger.